Ja, ich versuche das mal hier. Meine Internetverbindung ist nicht so ganz zuverlässig. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Mit Direct Stream. Bing, bing. Klingt schon mal gut. Wer will was? Aha. Alles klar, prima. Sehr schön. Ja. Worum es mir heute geht, ist, ich bekomme ständig immer weiter Fragen in Bezug darauf, wie ich 2012 wahrnehme und was es mit diesem ganzen 2012 und dem 21. Dezember im Speziellen auf sich hat. Und ich habe da schon mal ein Video zugemacht, das hieß irgendwie Jesus denkt oder so. Jesus denkt laut. Da habe ich schon so ein paar Sachen dazu gesagt. Ich habe aber inzwischen einfach ein bisschen weiter beobachten können. Und dieses Video ist jetzt einfach für die, die mir die Frage gestellt haben oder sie immer wieder stellen. Auf die Weise kann ich dann einfach den Link weitergeben. Dann ist das ein bisschen einfacher. Und ich bitte darum zu berücksichtigen, dass ich hier im Moment auch explizit nichts anderes wiedergeben kann als meine Sichtweise. Ja, braucht mich jetzt keiner für anzukacken, weil er es anders sieht. Ich sage einfach nur, aus meiner Perspektive sieht das alles so aus. Und ich beobachte halt eben schon eine ganze Weile lang etwas ganz Bestimmtes. Und zwar existieren auf diesem Planeten von jeher schon zwei Welten. Das ist in der Bibel schon beschrieben. Ja? Wenn ihr euch die Genesis anschaut, ein H habe ich auf dem Zunge. Ne, nicht die Band Genesis, ja, nicht hier Phil Collins Kacke, sondern die Entstehungsgeschichte der Erde, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Da wird das Paradies beschrieben, aus dem Adam und Eva hinterher ausgestoßen werden. Und guckt euch mal an, wie dieses Paradies beschrieben ist. Ja, vielleicht fällt euch auf, dass das aussieht wie die Erde. Da gibt es Vögel, da gibt es Tiere, da gibt es Wasser und Land, da gibt es Himmel mit Wolken und die Sonne und den Mond. Also das Paradies scheint auf diesem Planeten zu finden zu sein. Als Adam und Eva rausgeschmissen werden, werden sie auch nicht des Planeten verbannt, sondern sie werden aus dem Garten Eden in das Nord verbannt, das aber auch auf der Erde ist. Diese zwei Welten liegen, wie ich in meinem Song Hey Anna schon verarbeitet habe, exakt einen Gedanken, ein Gefühl auseinander. Das sind Paradiese. Einmal das eine dies und dann das andere dies. Das eine lässt sich als Himmel beschreiben, das andere als Hölle. Ja, wie gesagt, die Christen und die Moslems sind so bescheuert, sich von ihren geistigen Oberhäuptern erzählen zu lassen, der Himmel sei etwas, wo man erst nach dem Tod rein könne. Wir können uns aber permanent selber beweisen, dass wir jederzeit sowohl im Himmel als auch in der Hölle sein können. Da ist mir letztens eine schöne Geschichte über den Weg gelaufen. Ich erzähle sie einfach kurz. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie vorlesen soll. Es geht darum, dass ein Samurai zu einem Zen-Meister kommt. Und er fragt den Zen-Meister, was ist der, gibt es einen Himmel und eine Hölle und was ist der Unterschied? Da sagt der Zen-Meister, wer bist du denn? Sagt der Samurai, ich bin ein Samurai, ich bin ein Krieger. Da lacht der Zen-Meister den aus und sagt, du ein Krieger, du bist doch kein Krieger, Alter. Guck dich mal an,
Du siehst aus wie ein Bettler. Welcher Lehnsherr würde denn deine Dienste in Anspruch nehmen? Naja, da flippt der Samurai ein bisschen aus, zückt schon sein Schwert und droht. Und dann sagt der Zen-Meister, jetzt bedrohst du mich auch noch mit deinem Schwert. Du bist wahrscheinlich zu doof, um mir überhaupt den Kopf abzuschlagen. In dem Moment rastet der Samurai wirklich aus, greift den Zen-Meister an, der dann aber in dem Moment sagt, das ist das Tor zur Hölle. In dem Moment begreift der Samurai, steckt sein Schwert wieder in die Scheide zurück, verneigt sich demütig für die Lektion und dann sagt der Zen-Meister, und das ist das Tor zum Himmel. Und jetzt passiert gerade in diesem Moment quasi genau das. Wir sind lange Zeit in der Hölle gewesen. Wird auch jeder von euch wahrscheinlich auch so mal definitiv erlebt haben, dass er sagt, ja, ich war auch definitiv schon in der Hölle. In Aggressionen, in Angst, in Zweifeln, zerstörerisch, destruktiv. Und das ist alles, weil wir das die ganze Zeit nur wahrgenommen haben. Wir haben uns ja auch kaum was anderes wahrnehmen lassen. Wenn wir verliebt sind, sind wir auf einmal wie im Himmel. Das drücken wir sogar so aus. Wir sind im siebten Himmel sogar, wobei das noch relativ größenwahnsinnig ist. Aber man fühlt sich wenigstens schon mal so. Was hier auf der Erde gerade passiert, kann man sich mit einer Zellteilung gut visualisieren, vorstellbar machen. Ich sehe, dass das gerade passiert. Es ist wie eine Kollektivwahrnehmung, eine große Wahrnehmungskugel, die sich zusammensetzt aus der Schnittmenge all der kleinen Wahrnehmungskugeln, die die große bilden. Das ist ein Kollektivtraum. Ja, den nennen wir, haben wir früher Realität genannt, weil wir es nicht besser wussten. Weil er so real ist, dass wir wirklich vergessen haben, dass wir auf dem Holodeck sind. Im Moment kann man zugucken, wie diese beiden Welten sich aus dieser einen Wahrnehmungskugel, dieser einen Zelle, regelrecht wie zwei Zellen, also wenn eine Zelle sich teilt und aus einer Zelle zwei Zellen werden, rein materiell. Genau das passiert gerade auf geistiger Ebene und ist wieder der Vorlauf für weitere materielle Wahrnehmung. Und so wird langsam relativ klar, was für eine Bedeutung der 21. Dezember offensichtlich hat. Er schafft Aufmerksamkeit. Ich kann überhaupt nicht vorhersagen, was am 21. genau passiert. Aber von einem weiß ich bereits jetzt, weil sich das abzeichnet, weil es sich anbahnt, weil man sehen kann, dass am 21. Dezember jeder Mensch auf dieser Erde, weil inzwischen alle dieses Datum irgendwie kennen und es ihnen irgendwie schon mal untergekommen ist, am 21. Dezember wird die Menschheit auf diesem Planeten stehen und aufmerksam sein, weil ja alle meinen, es würde was passieren. Und genau das ist das, was passiert. Es wird an diesem Tag ein Maß an Aufmerksamkeit, an Wachheit herrschen, wie wir das noch nie hatten. Und das bauen wir uns durch diese ganze Verbreitung des 21. Wir haben uns quasi als Seelen für den 21. verabredet. Schon vor ganz langer Zeit, scheinbar, weil Zeit nicht wirklich existiert, reicht, wenn wir es jetzt begreifen und uns erinnern können. Und dann passiert am 21. genau das. Die Zelle teilt sich, soweit sind wir schon. Und am 21. ist der Tag, wo die beiden neuen Zellen
auseinandergehen. Und die eine geht in die fünfte Dimension, die andere bleibt in der dritten Dimension. Aufgeteilt und am Leben erhalten, materiell, durch alle sämtlichen Beteiligten beider Welten. Die einen, die Liebe wahrnehmen, miteinander praktizieren, ein Paradies, Paradies ist also einen himmlischen Ort auf dieser Erde schaffen, in der fünften Dimension, wo das Ganze gegeneinander auch gar nicht mehr möglich ist. Dadurch schafft sich automatisch eine Parallelwelt. Und die andere wird in der dritten Dimension bleiben. Da wird dieser Planet allerdings sterben. Die werden, also diejenigen, die die dritte, die weiter in Trennung bleiben möchten, weiter Angst empfinden möchten, weiter Hass und Wut und Kriege und halt eben die Hölle erleben möchten, bilden dieses Konstrukt in der dritten Dimension, werden aber auch dementsprechend wahrnehmen. Das heißt, da wird es irgendwelche kataklysmischen Erfahrungen geben, wie Nibiru, der dann halt eben die Erde wegfetzt, oder vielleicht machen sie es halt auch selber durch einen Atomkrieg. Oder was weiß ich was. Interessiert mich nicht, weil es nicht meine Welt ist. Ich habe damit persönlich abgeschlossen. Ich brauche das nicht mehr. Ich fühle definitiv die ganze Zeit das Schöne und die Möglichkeiten und freue mich auf meine Zukunft. Daran kann man sehen, wer welchen Weg einschlägt. Und am 21. wird das passiert sein. Und dann gibt es halt eben, ne, schön ist, wir reden von diesen 3 Tagen Dunkelheit, 3 Tage geistige Umnachtung, 3 Tage, deutet es wie ihr wollt, ihr werdet es in euren Köpfen wahrnehmen. Das, was, wovon ich gerade rede, hat nichts mit Materie zu tun. Die Materie folgt letztendlich dem, was dann passiert. Und zwar in 2 verschiedenen Welten. Wie immer. Haben wir noch nicht gesehen, weil wir uns da nie drüber unterhalten. Und solche Sachen haben wir in der Schule nie gelernt. Und dann ist es relativ cool, dass wir nicht genau wissen, ob wir vom 21. oder vom 24. Dezember reden. Ja, ist ja noch nicht so genau. Ne? Wir haben uns jetzt auf den 21. geeinigt, aber es stand auch der 24. im Spiel. Da haben wir 3 Tage, an denen wir nicht wissen, womit wir zu rechnen haben. Es werden an diesen Tagen keine UFOs überall auf der Welt landen. Es wird kein Nibiru reinbrechen. Es wird an dem Tag nichts Schreckliches oder sonst irgendwas dergleichen passieren. Das passiert auf Bewusstseinsebene etwas. Und wer da hinguckt, der wird auch sehen, dass das passiert. Nicht erst dann. Man kann jetzt schon hingucken. Man kann jetzt schon sehen, wie es passiert. Nicht nur, dass es passiert, sondern man kann sehen, wie es passiert. Deswegen macht es für mich keinen weiteren Sinn, Einzelheiten zu beschreiben, weil ich die nicht erklären kann, jemandem, der die entsprechenden Erfahrungen einfach noch nicht gemacht hat. Die kann man aber machen, indem man einfach anfängt, darauf zu achten. Und dann brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Dann seht ihr selber. Ja, also das als aktueller Stand dessen, was ich zum Thema 21.12.2012 sagen kann. Danke nochmal für den Anreiz und die vielen Inspirationen, auch selber drüber nachzudenken. Aber interessiert euch mal nicht so viel dafür, was ich davon halte und wie viel ich darin sehe. Lasst euch von den Worten, wenn ihr selbst euch eh schon angezogen habt und in Resonanz damit seid und das Video guckt, schaut einfach, was ihr seht. Traut eurer Wahrnehmung. Das kann ich jedem wirklich gerade ans Herz legen. Traut eurer Wahrnehmung. Lasst euch nicht irritieren. Ihr nehmt das wahr, was ihr wahrnehmt, und das ist die Realität. Es ist egal, wo ihr es wahrnehmt. Ob der Straße oder bei McDonald's oder in euren Träumen oder in Fantasien, in euren Köpfen ist es real, in eurer Wahrnehmungskugel ist es real. Mein Wort in mein Ohr
Ja, da kann ich mir auch noch einiges rausholen. Dankeschön. Ja, es macht sehr viel Spaß im Moment mit euch allen zusammen zu lernen. Ich finde toll, wie viele Leute ich gerade, auf wie viele Leute ich gerade treffe, eigentlich nur seit 4 Wochen, seit ich wieder unterwegs bin in der Pearl, treffe ich nur und ausschließlich auf Leute, mit denen ich mich über diese Dinge unterhalten kann, weil sie sie auch sehen. Ne, und dadurch, dass wir uns darüber unterhalten, können wir es auf einmal in Worte packen, können wir es kommunizierbar machen, was wir da sehen, und bekommen immer mehr Einblick darüber, was wir da sehen. Und das macht einen immensen Spaß. Und ich kann es eigentlich im Moment jedem nur raten, wenn irgendwie langweilig ist. Lebt euer Leben. Macht Spaß. Ja, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Danke für die Inspirationen. Danke an alle Wir sind hier, Leute. Das ist einfach nur grottengeil, was da gerade alles abgeht. Schön, wie viele Leute sich gerade zusammenfinden durch die Wir sind hier Bewegung. Persönlich kennenlernen, persönlich connecten. Auf einmal nicht mehr das Gefühl haben, allein dazustehen mit ihrem Scheiß. Und so kommen wir gerade alle zusammen sehr viel weiter. Es macht sehr viel Spaß. Danke, freue mich auf mehr. Auf Wiederhören.